Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Schwank, wenn ich mal so locker sagen darf, im Wohnungseigentumsrecht, Sondernutzungsrecht auch für Gott, Fragezeichen, so würde ich das mal titeln wollen. Wenn ich jetzt gerade Schwank gesagt habe, dann soll das jetzt nicht so verstanden werden, dass ich mir jetzt hier irgendwie etwas aus den Fingern sauge oder mir irgendwas habe einfallen lassen, um vielleicht mal so eine kleine Kuriosität zu zeigen. Nein. Es ist eine Originalentscheidung, LG Düsseldorf, 22.06.2022, folgendes ist passiert. Wir haben eine Wohnungseigentümergemeinschaft, die hat einen Garten. An diesem Garten bestehen Sondernutzungsrechte, also heißt, er steht im Gemeinschaftseigentum, aber ist zur Nutzung einzelnen Eigentümern parzellengemäß Gartenfläche zugewiesen. Und ein Eigentümer, der möchte sich so ein bisschen nach außen religiös bekennen, und das tut er, indem er auf seinem Gartenstück, seiner Sondernutzungsfläche, ein sage und schreibe 7,36 Meter hohes Kreuz, gegründet mit einem Betonfundament aufstellt und dieses Kreuz mit einer LED-Leuchtkette, die blinkt, umwindet. Da haben die anderen gesagt, um Gottes Willen, was ist das denn? Kriegen ja die Augen nicht mehr auf, ne? Also wir müssen ja eine Sonnenbrille tragen, dieses Geflacker, dieses Geflimmer. Und außerdem, ist das noch ein Garten oder ist diese gesamte Gartengestaltung jetzt irgendwie anders? Das wollen wir nicht. Macht das Kreuz weg. Unabhängig von jeder religiösen Ausrichtung, macht das Kreuz weg. Das passt nicht. Und der Eigentümer, der das Kreuz gebaut hat, sagt, komm, überhaupt nicht in Frage. Ich habe mir Mühe gegeben, das ist geschmackvoll, ich will das haben. Punkt, Ende, aus. Die Sache landet vor Gericht, habe ich eben schon erzählt. Wie meinen Sie, hat wohl das Gericht geurteilt, hat gesagt, naja, also ich darf mit meinem Sondereigentum, mit dem Gemeinschaftseigentum oder auch mit meinem Sondernutzungsrecht auf diesem Gemeinschaftseigentum nur so verfahren, sprich nutzen, dass ich meine anderen Mitglieder der Gemeinschaft nicht über Gebühr beeinträchtige. Hier sehen Sie schon mit diesem Anfangssatz, wo es hingeht. Aufgehängt das Ganze in § 14 Absatz 2 Nummer 1 WEG. Der musste das Kreuz abbauen, wenn man gesagt hat, das ist kein Gartenschmuck mehr. Das geht gar nicht. Das hat schon mehr den Charakter einer Kultstätte, einer Gedenkstätte. Das hat aber mit einem Garten nichts zu tun. Und ich darf eben, allgemeiner Satz und Quintessenz aus diesem Video, meine Damen und Herren, genauso gut wie aus diesem Urteil, mit meinem Sondernutzungsrecht im Rahmen meiner Gestaltungsmöglichkeiten nur so verfahren, wie ich diesen Gestaltungsrahmen auch vorfinde. Ich darf also keine Extravaganzen da machen. Ich kann nicht alles völlig ummodeln. Ja, so wurde auch schon mal entschieden für einen Fahnenmast, der von einem Fußballfan knapp 4 Meter hoch aufgestellt worden ist und der also die Fahne des Lieblingsvereins, dessen Fan der Fahnenmasterbauer war, zeigte. Oder auch für einen Weg angelegt, eigenmächtig angelegt auf einer Rasenfläche und dekoriert am Wegesrand mit einem Skulpturengarten. Das fanden die alles nicht so witzig, die übrigen Eigentümer. Das sind ähnliche Entscheidungen, wo man auch eben diesen allgemeinen Satz am Beispiel unterfüttert gesagt hat und gemeint hat, das allgemeine Gestaltungsrecht darf nicht verlassen werden. Von daher mit dieser kleinen Quintessenz, streitverhütend mit Sicherheit, wenn man das vorher weiß, kann man sich danach richten. Oder man kann ganz einfach mal das Wort suchen innerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft und sich einigen. Soweit dazu, meine Damen und Herren. Teilen Sie es, abonnieren Sie uns. Freue mich, wenn ich Sie hier auf diesem Kanal wieder treffe. Bis dahin, alles Gute.